Erfreulich ist, dass das parlamentarische Kontrollgremium dieses Mal schnell, sachgerecht, aktiv wird. Und zwar, wenn es jetzt eine Taskforce sofort einsetzt, die diese unglaublichen Vorgänge aufklärt. Das ist richtig und wichtig und ich hätte mir bei früherer Gelegenheit auch gewünscht, dass das so gehandhabt wird. Jetzt komme ich zu dem Unerfreulichen. Wenn diese Informationen stimmen, dass nicht nur die NSA und die US-Amerikaner, sondern auch der Bundesnachrichtendienst die deutschen Freunde und Partner ausspioniert hat, dann wäre das ein beispielloser Skandal in zweifacher Hinsicht. Erstens kommt das zu einer Zeit, wo der Chef des Kanzleramtes und die halbe Welt sich darüber aufgeregt hat, dass die NSA solche Selektoren in die Datenströme beim BND eingespeist hat, während gleichzeitig der BND das Gleiche macht. Dann kann man doch nur sagen, entweder der Bundesnachrichtendienst tanzt dem Kanzleramt auf der Nase herum oder das Kanzleramt hat davon gewusst und hat das gedeckt. Beides wäre gleich schlimm. In der Sache selber werden wir jetzt ganz schnell versuchen aufzuklären, erstens, was ist genau passiert. Wir wollen auch die Selektoren sehen. Hier gibt es ja diesmal nicht die Ausrede mit den US-Amerikanern. Und wir werden natürlich auch insbesondere untersuchen, wann wusste wer was im Bundesnachrichtendienst und im Kanzleramt. Warum bedurfte es erst wieder der Aktivitäten dieses Untersuchungsausschusses und Beweisanträgen, Ankündigungen von Beweisanträgen, dass die Bundesregierung sowas auf den Tisch legt? In letzter Minute, nachdem offenbar schon bereits Pressemeldungen angekündigt waren, sind sie damit rausgekommen und tun jetzt so, als wenn ihnen plötzlich Sünden eingefallen wären, die sie auch mal beichten müssen. Herr Stöbel, sind denn unzulässige Selektoren laut den Auskünften von gestern verbrannt worden oder nicht? Sie wollen mich doch nicht zu starken Handlungen bringen. Also ich kann Ihnen aus dem parlamentarischen Kontrollgremium, sobald das nicht freigegeben wird, wir können da ja auch einen Beschluss fassen mit zweideutiger Mehrheit, da kann ich Ihnen auf keine Einzelheit berichten. Aber das stand ja auch schon in der Spiegelmeldung mit der Taskforce, wenn das eingerichtet wird, habe ich schon gesagt, dann wäre das prima und toll, muss das sofort angegangen werden. Und insofern habe ich auch keinen Grund, irgendeine Frage zu stellen oder irgendwas zu reagieren. Was wollen Sie für Konsequenzen? Bitte? Was wollen Sie für Konsequenzen? Ja, das ist ja immer so mit den Konsequenzen. Wir müssen jetzt erstmal wissen, wer wusste im BND davon, wer hat das gehandelt, wer hat das vielleicht angeordnet, wer ist dann da im Laufe der Zeit wann davon informiert worden und wie ist das im Kanzleramt gelandet. Das ist dieselbe Leiter, die wir aufklären müssen, wie bei den NSA-Selektoren. Aber das lässt natürlich tief blicken. Also wenn die Kanzlerin sich hinstellt und sagt, Freunde ausspionieren, das geht gar nicht oder das gehört sich nicht. Und gleichzeitig macht der ihr direkt unterstellte Bundesnachrichtendienst sowas. Da fehlen einem die Worte, das einzuqualifizieren. Und deshalb kann ich nur sagen, wir haben ja beim letzten Mal den Zeugen Hanning, den langjährigen Chef des Bundesnachrichtendienstes, gehört. Der hat uns auf die Frage des Kollegen von Notz, was er denn zu diesem Ausspruch der Kanzlerin sagt, was er davon hält. Und da hat er gesagt, wenig. Also er hält von diesem Ausspruch sehr wenig, weil er natürlich wusste wahrscheinlich, was da läuft und sagte, wie kann die sowas sagen? Also die müssen doch sich auf die Schenkel geklopft haben beim BND, als die Kanzlerin sowas sagte, wenn diese Informationen stimmen.